Heute befahre ich mit meiner neuen SH350i meine Wetterau-Hausstrecke, beginnend bei der Harp in der Nähe von Nidda. Auf dem Weg nach Nidda. Hier rechts geht's nach Bad Salzhausen. Wir erreichen Nidda. Wir durchfahren Nidda. Wir durchfahren den Kreisel und nehmen die zweite Abfahrt in Richtung Bürgerhaus. Hier rechts ist der große Parkplatz und das Bürgerhaus. Hier kann man Nidda ganz gut umfahren. Hier biegen wir links ab in Richtung Oberlais-Glashütten. Die Waldstücke, die auf beiden Seiten sind, aus, da das in YouTube gar nicht gut kommt. Rechts ist das Örtchen Oberlais.
rechts ab in Richtung Hirzen ein. Diese Straße war noch vor ein paar Jahren sehr, sehr schlecht. Aber jetzt ist alles neu gemacht, ganz fantastisch. Auch hier habe ich wieder die Waldstücke komplett weggeschnitten. Denn wie gesagt, das kommt in YouTube nicht gut. Hirzenhain und biegen an der Kreuzung rechts ab. Hier habe ich zwischen Hirzenhain und Lisberg das schöne Waldstück weggeschnitten. Hier steht rechts gleich ein Blitzer. Hier schneide ich das Waldstück aus dem Video raus. Hier fahren wir durch Eckartsbronn. Aber aufgepasst, links und rechts Blitzer. Wir kommen nach Ortenberg.
Hier links befindet sich ein großer Parkplatz, wo immer beim Ortenberger Markt die Fahrgeschäfte sind. Hier tanke ich, wenn auch der Sprit nicht gerade günstig ist. Ich befinde mich auf dem Hof meines freundlichen Honda-Händlers in Obermockstadt, bei dem ich den Termin für den Einbau meiner Scheibe festgelegt habe. Die Fahrt geht weiter in Richtung Niedermockstadt und Staden. Das ist Niedermockstadt. Das ist die Autobahnauffahrt Florstadt. Wir kommen nach Staden mit der oft recht günstigen Tankstelle auf der rechten Seite. Hier geht es rechts ab nach Leidecken, Bingenheim, Gettenau. Weiter geht es in Richtung Oberflorstadt.
Wir erreichen Florstadt, rechts nach der zweiten Ausfahrt kommt ein relativ großes Möbelgeschäft, wo man günstig Küchen etc. kaufen kann. Wir sind in Florstadt und biegen rechts ab in Richtung Friedberg. Wir biegen gleich rechts ab in Richtung Reichelsheim bzw. Flughafen Reichelsheim. Ist auch in einem super Zustand. Hier rechts, wenn man aufpasst, kann man den Flughafen Reichelsheim sehen. Hier praktisch Abfahrt zwischen den Bauernhäusern. Wir erreichen Reichelsheim. Wir biegen links ab in Richtung Weggesheim. Weggesheim. Hier biegen wir rechts ab zu meinem Heimatort. Wir nehmen in dem Kreisel die zweite Ausfahrt in Richtung Mellbach. Ich muss schon sagen, dass diese
neue SH350E mich vollkommen überrascht hat in ihrem Anzugs- und auch in ihrer Spitzengeschwindigkeit. Hier schließe ich den Film über meine kleine Hausstrecke durch die Wetterau. Viel Spaß, bis bald im nächsten Film.